Wir kommen nun zu den verlegten Abstimmungen. Ich frage, ob wir gleich in den Abstimmungsvorgang eintreten können. Gut. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 17. Antrag des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung, den österreichischen Forschungs- und Technologiebericht 2022, vorgelegt vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Römisch 3, 661 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Wer spricht sich für diese Kenntnisnahme aus? Das ist einstimmig so zur Kenntnis genommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 18. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen, öffentlicher Unternehmen und von Forschungsdaten erlassen wird, sowie das Forschungsorganisationsgesetz, das Geodateninfrastrukturgesetz, das Firmenbuchgesetz und das Vermessungsgesetz geändert werden in 1571 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Katzenberger, Zorber, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Abstimmung über den Antrag der Kollegen Schwarzenberger-Zorber über den Abänderungsantrag betreffend die Artikel 1 und 3. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Auch das ist einstimmig so angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs. Das ist auch einstimmig so angenommen. Kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 19, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1443 der Beilagen. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen.